Wie denn? Oh mein Gott! Fuck! So, liebe Freunde. Jetzt seid ihr mit dabei. Evil Within, The Evil Within. Werde ich natürlich auch mal antesten. Natürlich einfach bloß auch mal, um zu gucken, ob das Spiel dem Hype überhaupt gerecht wird. Ich bin gespannt. Hab auch alles ziemlich dunkel, weil Nacht ist draußen. Und ich hoffe, da kommt echt so ein bisschen Gruselfaktor rüber. Hoffe bei euch natürlich auch. Ja, einige machen das natürlich lieber mit der Facecam. Und einige Zuschauer mögen das auch lieber, wenn Leute das mit der Facecam machen. Ich möchte einfach mal die Leute bedienen, die keinen Bock haben, andauernd jemanden ins Gesicht zu glotzen dabei. Ne? Ich sag mal so, Stimmung kriegt ihr auch über meine Stimme mit. Und den Anblick möchte sich vielleicht auch einfach nicht jeder antun. Also zwinge ich das natürlich auch keinem auf. Okay, genug gelabert. Jetzt geht's los. Ich bin gespannt. Okay, jetzt kommt noch Standardeinstellung. Bitte, Markierung in der Mitte gerade noch zu sehen sind. Ja, es passt alles. Ist alles schick. Standardschwierigkeit für die Schwachen und Ängstlichen. Bin ich schwach und ängstlich? Nein. Wir kriegen das schon hin. Hoffe ich. Einsatz 4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, Einsatz 4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 131, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Dazu. Connolly, gib der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Okay. Oh, wir können Steuerung übernehmen. Schön. Keine Waffen mehr in den Autos. Okay. Ziemlich verlassen, die ganzen Fahrzeuge.
kein Schwein mehr hier von den ganzen Karren. Nicht einer. Okay. Weder Blut noch Patronenhülsen. Das ist mitten in der Stadt. Oder richtig streng. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Wir sehen uns das an. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist. Du sicherst hier. Ach, du heilige Scheiße. Die sehen ja mal lecker aus. Natürlich habe ich das gehört, Mann. Hier lebt noch jemand. Wo bist du? Ist ein Genie hockt? Da. Okay. Sind Sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Rurikis. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Die sind doch gleich hier hinten, ne? Dann schauen wir doch mal. Live? Das sind unsere Kollegen. Okay. Was? Ups. Sagen wir, sitzen ein bisschen in der Patsche. Okay. Okay. Oh Gott. Also der Typ neben uns hat gerade noch gelebt. Gut, scheint erstmal genug zu haben. War das nicht unser Kollege? Achso, ich darf pendeln. Okay. Okay. Los. Zum Messer hin. Na los, gleich hab ich's. Und. Ah. Einmal noch. Jetzt hab ich's. Okay.
Der macht sich gerade ein bisschen Hack. So, wie ducke ich mich? Okay, Steuerung. Ekelhaft. Ekelhaft. Oh, er ist gerade weg. Nee, der kommt wieder, der kommt wieder. Leertaste nehmen. Ach, den. Siehst du, den Schlüssel hätte ich jetzt gar nicht gesehen. Gewöhnlicher Schlüssel. Ein Schlüsselbund aus dem Keller der Klinik. Solche Schlüssel waren in Gebrauch, bevor das moderne Sicherheitssystem in der Klinik eingebaut wurde. Oh, scheiße, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder, der kommt wieder. Alter Schwede. Okay. Jetzt hoffen wir mal, dass der Schlüssel uns auch hilft. Mit der Tür. Jawohl. Puh, also dem sind wir zum Glück nochmal ein bisschen entwichen. Jetzt am besten. Okay, jetzt ist er gleich unter uns. Okay, leise gehen. Damit er uns ja nicht mitbekommt. Gleich. Au, Scheiße! Oh, fuck. Oh. Oh mein Gott. Ach du Heil. Oh Gott. Rein da. Oh Gott. Bärsig. Oh Gott. Jetzt warten wir hier in dem Blut von den Leuten rum. Fängt ja gut an. Jetzt humpeln wir, oder was? Jetzt humpeln wir durchs ganze Game. Ich hoffe, wir finden hier vielleicht noch irgendwie Verbandszeug oder so. Okay, da geht's nicht lang. Das machen wir's mal hier. Gott.
muss ich hier auch rein? Naja, um darüber zu kommen. Los! Ist ja wirklich jeder tot. Hier ist eine Brücke. Raum. Aber nichts Wichtiges drin. Schade. Ich umfall. Jetzt hier raus. Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Trakt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Oh mein Gott. Also, Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter zum alten Trakt. Gut. Ist auch wieder eine Tür? Ne, das sind bloß... Doch, ist auch wieder eine Tür. Okay, die können wir aber nicht aufmachen. Okay, hier kommen wir nicht durch. Nirgends durch, oder was? Auch abgeschlossen. Und ich renne natürlich wieder am hellen Licht vorbei. Na gut, wirklich hell ist das auch nicht. Das ist die Leiter. Komm schon, hoch da. Okay. Sind wir hier? Das ist der Aufzug? Ich will mich hier nochmal umgucken. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr Stem-System beginnt. 13.15 Uhr Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband. Stenograf berichtet über Unwohlsein. Anschließendes Koma aus unbekannten Gründen. Arzt ordnet Beendigung von Stem-System an. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht aus der Klinik, ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage, obwohl das Stem-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. 14 Uhr. Er, dieser Mann, ist aufgetaucht. Okay. Na, das hört sich doch rosig an. So, können wir hier etwas bedienen? Wahrscheinlich einfach nur hier direkt den Knopf drücken. Oh, es ist noch nicht der Aufzug. Zinkkanister. Oh, ist schon wieder so eine Gasse. Alleine hier, ne? Unsere Kollegin steht da oben noch Wache, hoffe ich mal. Oder vermutlich auch nicht. Muss da irgendwas sein, oder nicht? Ich meine, das ist eine Klinik. Irgendwie verbinden können. Scheiße. Scheiße.
Mülltonne. Wie denn? Oh mein Gott! Fuck! Heilige Scheiße, wie ist der so schnell hinterhergekommen? Oh Gott. Geh weg. Geh einfach weg, Junge. Was macht der? Ich glaube, ich hab grad die Tür aufgemacht, ne? Der kommt wieder, oder? Nee, er scheint da stehen zu bleiben, aber wenn ich das jetzt verlasse... Okay. Symbol für Alarmbereitschaft von Gegnern. Steuerungsinformationen. Nähe. Ein Gegner befindet sich in der Nähe. Entdeckung. Ein Gegner hat dich bemerkt. Wenn sie ein Gegner erlebt, erscheint das Nebensymbol. Okay, logisch. Oh. Weiter und weiter. Er darf mich nicht sehen. Ja, das habe ich nicht vor. Oh Mann. Und hier ist jetzt Endstation. Oh Gott. Wo ist der Typ? Wo ist er? Ich will seinen Kopf sehen. Da ist er. Oh Gott. Oh. Weiter. Ich habe jetzt kurz geschaltet, ich dachte, das hilft vielleicht was. Thank you.
Hunter woanders hin. Meine Chance. Komm schon weg hier. Weg. Alter. Bloß weg von dem Typen, ey. Scheiße. Oh Mann. Lauf, Alter, lauf. Da ist der Fahrstuhl. Boah. Ich bleib hier in dem Fahrstuhl. Zigaretten hast auch keine mehr. Oh Gott. Mich wird das auch ankotzen jetzt. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself. The Evil Within. Gut, schöne Einleitung. Bin ich hier? Da hinten klappert eine Tür. Oh Mann. Würde ich meinen geliebten Fahrstuhl verlassen? Du kannst... Warum kann er wieder normal gehen? Wunderheilung. Vielleicht hat das Adrenalin. Was läuft hier? Alter! Oh Gott! Ist das der Ausgang? Was ist denn jetzt los? Detective! Rein hier, rein hier! Joseph. Oh Mann, der ist nicht mehr rausgekommen. Hätte noch gewartet, aber... Bitte, beruhige dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Beruhig dich, Leslie. Scheiße, wir können nicht mehr zurück. Fuck.
Scheiße. Oh mein Gott, was passiert da? Verdammt, sind wir komplett abgeschnitten? Die sind wohl alle tot. Alles okay da hinten? Nur ein paar Kratzer, uns geht's gut. Gut. Das wird es, wenn wir erst weit weg sind. Gut. Ein wenig weiter und alles wird gut. Gut. Fallen! Oh mein Gott. Oh Scheiße. Und nu? So. Das erste Kapitel haben wir überlebt. Gerade so. Das erste schaurige Kapitel. Puh, alter Schwede. Ja, naja, da bin ich ja mal gespannt, was da noch auf mich zukommt. Wenn das so bleibt wie bei der Einleitung, alter Schwede, oder im ersten Kapitel, dann wird das ja spaßig. Ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen und euch ist ein kleiner Schauer über den Rücken gelaufen. Mir auf jeden Fall. Hoffe und würde mich natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch was. Euer Gunshot.